Ja, diese Rainer Jochems Geschichte hat mich sehr beschäftigt. Aber es war, ich hatte da große Bilder in Strukturen angelegt, die sehr, sehr, sehr rhythmisch und gleichmäßig waren. Eine ganze Reihe von Bildern sind entstanden in Kaustiktechnik, also Wachs und Öl und Lösungsmittel. Das war mir aber dann irgendwann zu wenig, diese gleichartige rhythmische, immer gleichartige. Die Linie war mir zu wenig aussagekräftig, ich wollte der Linie mehr Kraft geben. Und das war der Anfang der ganzen Zeit, der letzten 30 Jahre, wo der Malgrund weggefallen ist, also der Hintergrund, die Behandlung des Hintergrunds, das Anmalen des Hintergrunds habe ich mir erspart. Weggelassen. Das war also die Arbeit der letzten 30 Jahre, die sich nicht mehr so wesentlich geändert hat. Aber immer wieder sich geändert hat, natürlich durch Hinzunehmen neuer Materialien und Ablegen alter Materialien. Also da ging es um Ölmalerei, Acrylmalerei, auch alles vergessen. Und ich habe mich auf die Zeichnerei immer mehr beschränkt. Gut, so sieht es jetzt aus. Ja, es ist dieser Endzustand jetzt für ein Jahr und ja, sieht doch alles recht ähnlich aus. Also ein Endzustand erreicht, der natürlich weitergehen kann. Weiß nicht wohin. Ich weiß es ja selber nicht, was ich machen soll. Wenn unser Bild angeht, dann habe ich vielleicht den letzten Gedanken, bevor ich dann jetzt wirklich zum Schluss komme. Ich möchte ganz kurz den Weg mal beschreiben, wie es zu so einem Bild kommt. Das sind also diese Fabriano-Papiere aus Italien, in Maß von 76 mal 56. Das ist glaube ich, englisches Papier, das weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ein Maß, das mir schon harmonisch erscheint, wenn es senkrecht ist. Das Papier selber soll nicht zu schwer sein, nicht zu leicht sein. Das ist jetzt 1 mal 200 Gramm pro Quadratmeter und man kann gut darauf arbeiten, das verzeiht viele Schwächen und radieren und kratzen, alles möglich. Also das sollen Sie jetzt aber nicht sehen und suchen, diese Stellen. Das sind einige drin. Gut. Jetzt, wenn das Papier dann so blank und nackt da hängt, das Leere, das ist auch eine Situation, die spannend ist, aufregend ist, die gelöst werden will. Ich muss ja da was machen. Ich muss da was hinbringen. Ich weiß nicht was. Also das ist immer die Frage, was tun, was tun. Und da muss ich den Moment abwarten, der, ich habe gesagt, mach so. Und dann mache ich so und dann ist es so. Ob es gut ist oder schlecht, stellt sich dann später raus an dieser Anklagewand. Du sagst das. Okay. Ja. Dann ein Moment, was ich noch betonen, ein bisschen rausstellen möchte, ist das Betasten, das Berühren, die Berührung. Spielt eine ganz große Rolle. Ich kriege ja nichts aufs Blatt, wenn ich es nicht berühre. Schauen wir das. Und ich kann das so unterschiedlich berühren. Ich kann landen, wieder starten, ich kann so berühren, ich kann es zerstören. Das ist alles möglich. Also die Berührung ist etwas, was ganz wesentlich ist. Wie berühre ich es? Wie streiche ich drüber? Da kommen hier nur die obersten Punkte, die da was abkriegen von der Berührung. Wie stark berühre ich es? Also das ist. Oder auch, wie die Linien zusammengehen. Ja, das ist also hier. Das will ich berühren, will ich mitnehmen. Also auch hier, wie geht das ineinander? Das ist ein tausendfaches Problem der Berührung. Ja,
in der Hoffnung, dass auch Sie berührt werden von den Dingen, möchte ich den Abend jetzt eröffnen. Die Galerie ist, also die Ausstellung ist eröffnet.